Servus Leute, heute bin ich bei den Dornischützen ein kleines Parcours-Video machen. Da habe ich letztes Jahr schon mal ein Parcours-Video gemacht, aber der komplette Parcours ist neu gestellt. Ja, neue Ziele, neue Abschussmöglichkeiten, dazu später mehr im Fazit und ein neues Gelände zusätzlich. Also er ist nicht nur neu gestellt, er ist auch viel größer und das schaue ich mir heute natürlich mal an. Und ich werde das Ganze so machen. Natürlich werdet ihr die Ziele, die ich jetzt filme, im Django-Style sehen, aber ab und an werde ich auch mal so eine One-Take-Aufnahme machen. Und da wird es dann mal kurz wackelig, wenn ich zum Ziel laufe, aber das kriegen wir hin. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ein paar coole Ziele aus dem neuen Gelände und dann sehen wir uns nochmal zum kleinen Fazit. So, ich mache jetzt mal die erste One-Take-Aufnahme und messen erstmal die Entfernung. Meter. Auf einem Bison sollte also machbar sein. Na, ich mach mal noch einen. Alle guten Dinge sind drei. Ja, das schaut gut aus, Leute. Ich nehme euch jetzt mal mit vor, also nicht erschrecken, wird gleich ein bisschen wackelig. Na, gucken wir mal, was ich da getroffen habe oder auch nicht. So. Auch mal einen Eindruck habt, ein bisschen wie es hier auf dem neuen Gelände des Dornlichtparcours aussieht. Und da steht der Bison. Ja, drei Schuss, drei Kill. So soll das sein. Bei dieser Station haben wir jetzt zwei Wildschweinchen, einmal auf 19 Meter und einmal eine liegende Sau auf 22 Meter. Der war schon mal scheiße. Gut, es war ein Treffer, aber es
kann nicht schon gut besser. Und Fehlschuss auf die liegende. Dann machen wir nochmal einen zweiten. Ja gut, Treffer auf 2, aber das geht besser, Django, das geht besser. Okay, dann nicht. Ich nehme euch mal mit vor. Ja, mir wurde schon mal vorgeworfen, ich zeige meine schlechten Schüsse nicht. Deswegen ist das ganz gut, wenn ich es hier mal vermasselt habe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also die Station gefällt mir richtig gut. Mit dem Wildschweinchen. Ja. Zweimal Körper. Und bei der liegende. Also das ist die erste Sau, es hat jetzt Punkte gegeben für Körper auf 1 und hier Körper auf 2. Das war nichts Gutes. Ich habe euch jetzt mal in diesem Video bis jetzt ausschließlich Ziele gezeigt vom neuen Gelände, dass die Donnerschützen hier zu diesem Parcours dazu bekommen haben. Ganz einfach, der Parcours hier, der Berg, den kennt ihr ja schon aus meinem ersten Video. Ja? Die Ziele sind zwar, also die Stationen sind komplett umgestellt. Ja? Teilweise andere Tiere, teilweise die Tiere an anderen Stationen, also alles neu gemacht. Ja? Aber das Gelände kennt ihr ja aus dem ersten Video. Ja, deswegen habe ich mich auf dem neuen Gelände konzentriert, mit Ausnahme jetzt dieser Schuss hier, ein Hirsch. Das ist eigentlich mein Lieblingsschuss hier am Dornichparcours. Oder einer meiner Lieblingsschüsse hier auf dem Dornichparcours. Denn der Hirsch, der geht steil bergab. Ja? Ich habe den im ersten Video nicht gezeigt. Ganz einfach, da stand der noch nicht. Ja? Und deswegen schieße ich den jetzt mal. Schauen wir mal. Oh, das geht besser, Django. Ich riskiere mal noch einen. Ja, auch getroffen. Gucken wir mal, ob ich das Kill noch treffe. Schuss Nummer 3.
Na, Hals. Okay, getroffen habe ich ihn. Jetzt gehe ich mal mit euch runter. Na, gucken wir uns mal an, ob ich da was getroffen habe. Jetzt mal kurz wackelig, nicht erschrecken. Ja. Ah, so. Stativ nehme ich auch gleich mal mit, dann muss ich nicht noch mal hoch. Das ist auch schon unser Hirsch. Es muss ein bisschen vorsichtig sein. Es geht echt steil bergab, Leute. Das ist schon genial. So. Einmal Hals, das war der dritte Schuss. Und die ersten beiden deutlich unter Skill. Die Station ist bei mir so ein bisschen formabhängig. Ja, manchmal treffe ich den gleich auf 1, manchmal brauche ich da einen zweiten Schuss. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Fazit. Dann mache ich doch auch gleich mein Fazit beim Hirsch. Ja, wie gesagt, in diesem Video habe ich euch die Ziele aus dem neuen Gebiet hier am Dornichparcours gezeigt und eben den Hirsch. Und die Schüsse sind sehr abwechslungsreich, also da wird es einem nie langweilig. Besonders cool fand ich die Station mit den Füchsen. Ja, das ist schön gestellt. Und was mich richtig gut gefällt hier, ist die Tatsache, dass du hier verschiedene Abschussflöcke hast. Also ich mache ja meine Videos ausschließlich vom blauen Pflock, weil ich denke, dass die meisten, die solche Videos gucken, auch vom blauen Pflock schießen. Ja, also einer, der Profi ist, der kennt wahrscheinlich eh schon alle Parcours und braucht sich da nicht wirklich viel Infos zu holen. Ja, die Entfernung, die ich euch eingeblendet habe, das ist nur zur Info. Also ich bin jetzt einer der Schützen, dem es nicht so wirklich was bringt, wenn er die Entfernung genau weiß. Ja, ob das jetzt 20 oder 22 Meter ist, das spielt für mich keine Rolle. Ich bin da sehr intuitiv unterwegs. Ich sage das nur, weil mir das mal gefragt wurde wegen den Entfernungsmesser, den ich da habe. Ja, bei den One-Take-Aufnahmen sieht man es ja manchmal, wenn ich da am Messen bin. Aber das ist wirklich nur fürs Video. Also wenn ich so einfach nur im Parcours schieße, habe ich den nie dabei. Weil ich habe da so meine drei Schubladen. Kurze Distanz, normale Distanz, Weitschuss. Und ich stelle mich zum Vlog, gucke mir das an. Und dann kategorisiere ich dann quasi den Schuss in einer dieser drei Schubladen und schieße ich intuitiv. Aber was ich gut finde, dass ich die Auswahl habe, auch wenn ich jetzt hauptsächlich vom blauen Pflock schieße, sollte man doch mal immer mal was anderes machen. Ja, vor allem die Parcours, die bei einem in der Nähe sind. Wenn du da immer stur vom selben Pflock schießt, ja, dann weißt du ja nicht, bist du so gut, weil du gut bist oder bist du so gut, weil du nur weißt, wo das Ziel steht. Ja, wenn man da ein bisschen Auswahl hat, ist das gut. Und hier kann man jetzt zum Beispiel auch die Bohandeliga trainieren. Ja, die haben zwei Handepflöcke, die etwas weiter weg sind wie der blaue Pflock. Und dann kommt der blaue Pflock und dann gibt es noch einen gelben Pflock für Kinder und Anfänger. Das ist schon mal genial. Also je mehr Pflöcke man hat, je mehr Abschusspositionen also an der Station zum Ziel, umso besser finde ich das.
Gibt's was zu meckern? Einen Kritikpunkt habe ich. Sonst heißt es ja immer, der bewertet alles nur gut. Einen Kritikpunkt gibt es. Wenn ihr mein Video zum Dornichparcours gesehen habt, das ich letztes Jahr gemacht habe, da gab es den Trolldog, einen Drachen, der so am Hang lag. Das war mein Lieblingsschuss. Den gibt es jetzt nicht mehr. Der Drache bewacht jetzt das Kassenhäuschen. Das finde ich sehr schade. Aber ansonsten ein echt genial gestellter Parcours. Alles neu. Ja? Also auch diejenigen unter euch, die den Dornichparcours kennen, ja, fahrt her, schaut ihn euch an. Alles umgestellt. Ja? Neue Tiere, neue Stationen und vor allem 1 Hektar mehr Gelände zum Schießen. Ja? Ja, und wenn euch gefällt, was ich hier so treibe, dann dürft ihr gerne mal auf Abonnieren klicken. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann müsst ihr auch die Glocke aktivieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Knock on, alle ins Kill.